Einen schönen guten Abend. Ich würde gerne mit Herrn Mollert sprechen. Wie spricht er bitte? Mein Name ist Hagen. Ich rufe aus Berlin an. Ich würde gerne mit Herrn Mollert sprechen. Ja, aber bitte, ich stelle Sie mal durch. Danke. Das himmlische Kind, der Wind hat mir ein Lied erzählt von, da geht keiner ran. Jumping and cotton is high. Ooh, your daddy is rich. Boah, wo hat er mich denn da hingestellt? And your ma is good looking. So, psst, little baby. Don't you cry. Hallo, hallo, lieber Gustl. Ich hab's jetzt so lange klingeln lassen. Hier spricht Nina aus Berlin. Ja, hallo. Jetzt habe ich das auch geschnallt. Das ist ja der Hammer. Ach, wenn eine Frau Hagen ruft an, habe erst gar nicht realisiert, wer das sein könnte. Und dann ist mir es auf dem Weg eingefallen und darum hat es ein wenig länger gedauert. Man wird da ausgerufen über einen Lautsprecher auf dem Gang. Und das muss man hören und dann muss ich von meinem Unterbringungsraum, die sagen hier dazu Patientenzimmer, bis zum Telefon an der Wand laufen. Und jetzt bin ich da und ich danke recht herzlich für den Anruf. Oh, ich freue mich so. Für Unterstützung. Und wissen Sie was, lieber Gustl, ich habe uns auf unseren Livestream geschaltet und wir sind jetzt weltweit, also quasi wie ein Lautsprecher im Garten. Man hört sie und das ist ein neuer Kanal fürs Internet, so ein Internetfernsehsender. Damit gehe ich jetzt auf Wahlkampf. Hart, aber fair. Es gibt ja einige Parteien, die wollen ja das Psychiatriesystem abschaffen. Und das ist doch auch in Ihrem Sinne, Gustl, wie ich Sie richtig verstanden habe. Ja gut, ich meine, es gibt bestimmt Menschen, die eine Hilfe bräuchten und eine Unterstützung. Aber ja, Sie sollte dann auch tauglich sein und zielführend. Ja, tauglich, ich liebe das Wort. Ja, 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 ja. Tauglich, das ist ein gutes Wort. Es gibt halt noch viel Aufklärungsarbeit, dass Leute vielleicht einmal mitbekommen können, was hinter so ach so weißen Mauern alles möglich ist und passieren kann und tatsächlich vorgeht. Ja. Und das ist mein Anliegen und ich bin sehr dankbar für jeden, der da eine Unterstützung zuteil werden lässt. Ne? Ja, wir sind so viele, wir sind ja miteinander vernetzt über Facebook und ständig bekomme ich dann auch die Nachrichten, wer für Sie wieder eine tolle neue Aktion gemacht hat. Zum Beispiel sind die Rechtsanwälte demonstrieren gewesen mit wundertollen Schildern, ganz klare Schriftsätze, was sie fordern und ja, keine Willkür in der Justiz. Mehr, wie sagen Sie, mehr, ach, ich habe es vergessen, bin so aufgeregt gerade, dass ich Sie an der Strippe habe. Dass das in Regensburg war, ne? Ja. Diese Demonstration, da bin ich auch sehr dankbar, das ist natürlich, ich glaube, doch aufsehenerregend, wenn Rechtsanwälte so eine Demonstration machen. Ja. Ich habe gehört, das soll unter anderem ein Schild hochgehalten worden sein. Erst Mollert, dann wir. Und ja, ja, genau. Ich meine, ich glaube auch, dass viele ordentliche Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte große Probleme haben mit dem Justizsystem, wenn man sich da blauäugig im positivsten Sinn versucht einzusetzen, da kann man schnell an Grenzen stoßen. Und ich kann mir gut vorstellen, es
Wir haben in den letzten Tagen eine Dokumentation. Als eine der wichtigsten Nationen der Welt. Ja. Und wir würden das schon richten in der Welt. Dann muss es aber hinter den Kulissen, glaube ich, doch ordentlich zugehen. Ja. Und absolut rechtsstaatlich und demokratisch. Ja. Und nicht anders. Wir haben in den letzten Tagen so einen erschreckenden Film gesehen über... Hallo. Ja, hallo, können Sie mich noch hören? Ich kann noch hören. Ich habe nämlich so ein altmodisches Telefon, das steht in der Nähe von der Kamera, damit es gut aufnimmt, aber manchmal hört man mich dann nicht so gut. Aber ist egal, ich wollte sagen, wir haben in den letzten Tagen eine italienische Fernsehdokumentation gesehen, alle zusammen, die wir auf Facebook miteinander vernetzt sind. Und das ist aus den 70er Jahren. Da sind Fernsehteams, also Kamerateams. Darf ich ganz kurz was sagen? Ja, gerne, gerne. Ich kenne auch was aus den 70er Jahren. Und das war für mich ganz erstaunlich. Da war ich noch so ein ganz junger Kerl. Und ein Bekannter von mir konfrontiert mich da mit Musik. Und ich war ganz erstaunt, was ist denn das? Ja, und dann heißt es ja, das ist eine junge Frau, die kommt da aus der DDR. Und kurze Zeit später gab es dann den Titel Ich glotz TV. Ja. Werde ich nie vergessen. Ach super, genau. Und wir glotzen ja auch TV. Internet ist ja auch eine Art von TV. Trude Herr, die Fernsehansagerin. Und viel später habe ich gehört, da gab es noch Indo oder DDR. Ich habe den Farbfilm vergessen. Genau. Ja, über unsere kleinen Stasi-Spitzel ein kleines Lied mit doppeltem Boden. Aber Sie haben das natürlich gespürt. Muss man aufpassen, sonst versteht uns nicht jeder. Ne? Ja, ja, nee, ach, ich poste das Lied nachher, dann hören die anderen das auch. Was ich noch sagen wollte, in diesem Film aus Italien in den 70er Jahren ist ein Fernsehteam von den Nachrichten endlich in eine Psychiatrie hineingegangen und man hat endlich die psychiatrisierten Menschen endlich zu Wort kommen lassen. Und das ist doch auch eine gute Forderung von den Bundesverbänden, ne? Dass endlich auch Transparenz herrscht, dass man diese Menschen, die dort eingesperrt sind, dass die, da ja viele Menschenrechte einfach gebrochen werden, die schon in den allgemeinen Erklärungen der Vereinten Nationen festgeschrieben stehen. Aber trotzdem, die Menschen müssen doch selber zu Wort kommen, damit, also ich verstehe das ganze Wegsperrsystem nicht, das gerade auch als Tochter eines Folteropfers der Nazis und eines Mordopfers der Nazi-Verbrecher Euthanasie, weil Sie kennen meine Geschichte nicht, mein Großvater, der war Jude und der musste ins Exil, aber hat er nicht geschafft und auf dem Weg dahin haben wir versucht, ihn in eine Psychiatrie zu verstecken. Aber dann war 1942, haben die Euthanasiegesetze der Nazis gegriffen und dann ist er da wieder abgehauen, hat sich in Berlin-Charlottenburg versteckt in einem Haus, das heute noch so ein Gedenkstein für meinen Großvater. Und deswegen bin ich seit der Kindheit, ich war schon Hand in Hand mit meinem Vater bei der Gedenkstätte des Konzentrationslagers Sachsenhausen und deswegen bin ich seit frühester Kindheit dazu erzogen worden, dass so etwas Schreckliches nie wieder Menschen angetan werden darf. Und das ist auch meine Motivation, warum ich mich für die Menschenrechte stark mache und warum ich mich für Gustl Mollat stark mache und für die Mädels drüben in Taufkirchen, in der Nur-Frauen-Anstalt, wo wirklich sehr, sehr arg die Menschenrechte verletzt werden. Und wir fordern Transparenz. Wir wollen, dass ihr sprechen dürft. Nicht nur vor irgendeinem Richter, der nicht zuhört oder zugedröhnt mit irgendwelchen Neuroleptikas, sondern dass ihr Menschen hinter den Gittern der Psychiatrien endlich zu Wort kommt. Dass man euch ausreden lässt, dass wir endlich verstehen, dass das ein Unrechtssystem ist. So geht man nicht mit Menschen um. Basta, Punkt, aus, hau, ich habe gesprochen. Stadt Indianer. Ja. Die Stimme aus dem freien Berlin. Auch genau. Ja, ich meine, es sind auch Dinge, jeder Bürger muss sich darüber im Klaren sein. Grundsätzlich kann das letztendlich jedem passieren. Im Moment können wir nur darüber reden, mit welcher Wahrscheinlichkeit das jedem passieren kann. Aber das kann ganz schnell passieren, dass jemand in einer Psychiatrie zwangsweise festgehalten wird. Da kann sein, dass eine relativ einfache Denunziation reicht und schon schnappt die Falle zu. Und dazu braucht es nicht unbedingt irgendeine angebliche Straftat, ob man es jetzt gemacht hat oder nicht, dass man gar noch in Maßregelvollzug kommt. Und in der Normalpsychiatrie kann man auch ruckzuck zwangsweise eingewiesen sein. Und da reicht aus die Behauptung, es wäre einer fremdgefährdend oder selbstgefährdend. Ja, ja. Und solche Fälle gibt es zuhauf. Ja. Und jetzt haben wir die Problematik.
Zelle ist jetzt vielleicht das falsche Wort. Diese Psychiatrisierung oder das psychiatrische System geht zum großen Teil aus USA aus. Und da gibt es einen sogenannten DSM. Das ist das Gebetbuch für weltweit angeblich psychiatrische Krankheiten und da ist das dann drin beschrieben. Und da gibt es jetzt seit Anfang des Jahres den sogenannten DSM-5. Und wir haben jetzt da eine Inflation regelrecht von angeblichen psychischen Krankheiten. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Mensch einen liebgewordenen Menschen verliert, wenn der länger als 14 Tage trauert um diesen liebgewordenen Menschen, sei es die Mutter, sei es der Mann, sei es das Kind, dann ist das schon eine Krankheit, die behandelt werden muss und kann. Das steht jetzt in diesem neuen DSM-5 unter anderem von ganz vielen so hirnrissigen Beschreibungen. Ja, es ist ja auch eine Industrie. Das muss man ja auch mal so sehen. Es ist ja, wir leben ja in einem Raubtierkapitalismus. Es ist ja eine imperialistische Gesellschaftsform. Und die, das Psychiatriesystem ist ja privatisiert. Ne? Ja, die sind auf dem Weg dazu, dass sie alles auch privatisieren wollen. Es ist schon jetzt bei dem jetzigen Zustand dieses staatlichen Systems, geht es vorwiegend darum, Leute unterzubringen, auch letztendlich möglichst lang zu halten. Denn für jeden einzelnen Untergebrachten gibt es dementsprechendes Geld für die Unterbringung. Ja, furchtbar. Das ist auch immens hoch. Aber ich meine, wenn wir ein rechtsmäßiges Strafjustizsystem hätten, haben wir noch nicht, wünschen wir uns sehr, wo Straftäter in menschenwürdige Gefängnisse kommen, wo ihnen nicht Böses mit Bösen heimgezahlt wird, sondern wo sie wirklich auch etwas Konstruktives für sich selbst und für die Gesellschaft schaffen können, dass sie eines Tages vielleicht dann ihre Schuld gebüßt haben, aber doch nicht, wie man mit den Psychiatrisierten umgeht. Denn die werden festgeschnallt, gegen ihren Willen mit ganz giftigen Chemikalien gespritzt. Das macht man unter anderem deswegen, weil man möchte gerne ein Geständnis von den Gespritzten. Und das handelt sich um ein sogenanntes Krankheitsgeständnis, soweit ich informiert bin. Und wenn, sobald der sogenannte Patient, so nennt man nämlich die Weggesperrten in der Psychiatrie, sagt, ja, Herr Doktor, ich mache ja, was Sie wollen. Was wollen Sie denn, Herr Doktor? Kennen Sie das Lied von Otto Reiter? Herr Doktor, Herr Doktor. Und, wie geht denn das? Mir haben Sie als geheilt entlassen. Ja, genau. Na jedenfalls, mein Gott, ist es heiß, ich brauche einen Fächer. Ist es bei euch in München, in Bayreuth auch so heiß? Ja, wir haben den Vorzug, dass man die Fenster nur einen ganz kleinen Spalt setzen kann. Meine armen Geschwister. Verglasung mit Panzerglas. Kann ich die Sandra Bollock mal mit dem G9-Team reinrasseln aus Rammstein mit Obama vorne dran und sagen, hol mal jetzt den Gustl raus, der ist ein Filmstar, den brauchen wir jetzt. Mein Gott. Und dann kann von dem Film, der dann eingespielt wird, da kann der Hypo-Vereins-Hops-Verein kaufen wir Hula-Hoop-Reifen, machen wir eine extra Fabrik auf für Hula-Hoop-Reifen. Dann können nämlich die alten Plüschators und wie sie alle heißen, Plüschiators, die können dann nämlich Fortbildung machen, Weiterbildung. Und zwar Hula-Hoop, Kreiselpeitschen, Lackbilder tauschen, was haben wir als Kinder noch gespielt? Vater, Mutter, Kind mit den Puppen in der Straße, dann kam der Leierkastenmann. Heute kommt unser Leierkastenmann vom Kontergan-Netzwerk, die ich auch unterstütze. Kontergan-Netzwerk hat einen großen Erfolg gefeiert. Letztes Jahr hat die Bundesregierung denen Entschädigung gezahlt. Und zwar hat die Renten richtig fett aufgebessert. Und die sind so glücklich, die Kontergan-Mitglieder. Ja. Ich muss sagen, das ist ja ein großes Glück bei dem Baujahr, das ich habe. Sie sind natürlich extrem viel jünger. Ja. Ich bin älter. Großes Glück, dass mir das nicht widerfahren ist. Ja. Es ging ja weiter in den 70er Jahren kam wieder eine Droge auf den Markt, die hieß Duogynon. Immer noch als Medikament im Umlauf sein. Das auch. Und? Das Bekannte, ja. Das war vor Jahren ein Dokumentationsbericht, der das gezeigt hat, dass dieser Wirkstoff nach wie vor im Umlauf ist, in Südamerika verabreicht wird. Ich weiß nicht, ob es im Moment noch so ist, aber es ist vor wenigen Jahren noch so gezeigt worden. Und es gibt immer noch solche Fälle von Missbildungen durch diesen Kontergan-Wirkstoff. Das ist einfach unglaublich.
Ich habe ja einen offenen Brief geschrieben an den Betreiber der pharmazeutischen Firma, die Grünenthal, die Wirtsfamilie. Und der Herr Wirtz, der ist ja ein edler Ritter in der katholischen Kirche, und zwar in einem Ritterorden zum Heiligen Grabe zu Jerusalem. Und da habe ich ihm einen offenen Brief geschrieben, weil ich bin ja auch christlich getauft. Meine Gemeinde ist die reformierte evangelische Gemeinde, und mein Pfarrer, ich meine mein Pastor Kalle, der steht auch hinter meinem Engagement für die Menschenrechte, für den Gustl und die Ilona und die vielen Namenlosen. Naja, und da sind wir, wir bleiben am Ball, am Völkerball. Habt ihr damals in der Schule Völkerball gespielt? Ich komme noch aus der DDR. Hey, wenn du rauskommst, Gustl, dann spielen wir Völkerball. Ja. Ich, dann mache ich die Bayern und du die Sachsen. Raumschiff ist rund und letztendlich gleiches Recht für alle. Na bitte, ich bitte darum. Wir müssen es einfach einfordern. Ich habe allen Gustl Mollert-Unterstützern heute ein bisschen auf die Nerven gegangen. Ich habe zu ihnen gesagt, weil ich habe in einem Kommentar gelesen, hat die eine liebe Unterstützerin geschrieben, Leute, fokussieren, hier geht es um Gustl Mollert und nichts weiter. Und da habe ich gesagt, Moment mal, ich bin die Schirmfrau der www.patfürfü.de und so weiter und so weiter. Und dann habe ich gesagt, Gustl selbst hat mir einen Zettel, einen Brief geschrieben. Und da steht ja drauf, dass sie mir danken im Namen aller namenlosen Opfer des Psychiatriesystems. Und das dürfen wir ja nicht aus den Augen verlassen, vergessen. Sonst lachen die, die da oben, die noch da in der Regierung sitzen, die lachen ja sonst über uns, wenn wir, wenn wir uns nicht informieren, was wirklich hinter den Mauern, was wirklich die Betroffenen erleiden müssen. Das ist doch keine Strafe. Das ist ja eine, also ich nenne es Folter. Ich nenne es Folter. Ich habe auch geredet vor der Bayerischen Landesvertretung, und da war auch die Bildzeitung da, die hat auch einen Bericht darüber gebracht. Die hat unseren Flyer von der Bad Verfüg gezeigt, hat darüber berichtet, und daher ist es auch ganz legitim, was wir hier fordern. Wir fordern die Menschenrechte ein. Genau. Ja. Ja, es ist sowas von verrückt. Ne? Ich konnte dann jetzt erst vor kurzem an meine eigene Krankenakte kommen, die hier über mich im BK Bayreuth geführt wird, schon seit 2005. Und das hat dieser Chefarzt Dr. Klaus Leipziger jahrelang verweigert und unmöglich gemacht. Das ist aber ganz schön niederträchtig. Haben Sie schon gehört, Gustl, heute in den Nachrichten überall seit gestern, dass man dem Dr. Leipziger ein Verfahren anhängt, weil er wohl seine Doktortitel nicht mit rechten Dingen zugegangen sein soll? Ich habe da was gehört, ja. Ja, ich auch. Qualität kenne ich persönlich am eigenen Leib. Ja. Also seit Doktorarbeit schreibt er mir jetzt seit, ja, letztendlich über 8 Jahren, eigentlich seit 9 Jahren, weil 2005 war ich erstmalig in seinen Händen für 5 Wochen zur Zwangsbegutachtung, in Anführungsstrichen. Und ich kenne den Herrn ausgiebig zur Genüge. Und ich kenne sein System, ich kenne seine Mitarbeiter, ich kenne die Qualitäten. Ich habe erlebt, wie etliche liebende Menschen die ultimative Flucht haben antreten müssen, aus ihrer Sicht letztendlich durch Suizid. Also die Qualitäten sind mir bekannt, da brauche ich gar keine Doktorarbeit dafür. Oh, ich muss mal kurz checken. Lieber Gustl, ich bin so glücklich, dass ich Sie an der Strippe habe. Das war wirklich ein Glücksfall. Vorhin habe ich mit Seema gesprochen. Die ist ja in einem anderen Gebäude, aber im selben Komplex wie Sie untergebracht, ne? Ja, genau. Und mit der habe ich auch ein wunderschönes Gespräch gehabt, schon mehrere. Und da haben wir uns über Ibiza unterhalten. Denn die Seema war auch mal in Ibiza. Und wir haben ja dort gelebt. Meine Kinder sind da mal zur Schule gegangen. Und Seema hat dort so schöne Stoffe gekauft. Und die hat so gerne genäht. Die ist so eine tolle Näherin. Und die Seema ist ja eine Muslimin. Und heute ist ein ganz besonderer, spezieller muslimischer religiöser Tag. Und heute werden alle Gebete erhört. Und wir haben also so richtig weit hoch ausgegriffen und uns alles Gute gewünscht. Und das wünsche ich Ihnen natürlich auch. Obwohl ich kein Muslim bin, aber ich bin ja eine Freundin von den Muslims. Also ich und von den Juden und von den alten Tänzern vom Friedrichstadtpalast und von den Homosexuellen und von den Alten und die Jungen. Und ich singe Bertolt Brecht. Und jetzt sind Sie wieder dran. Ich quatsch auch viel, wenn der Tag lang ist. Nur ein kleiner Hinweis, ne? Es war dann in meiner Krankenakte schon ab 2005
Das ist ganz gemein, Gustl. Das ist furchtbar, das zu hören. Gemein, ja. Und der Hammer ist, man konnte mich ja da noch nicht einmal untersucht haben, was ja absolut notwendig wäre, selbst nach Meinung des Herstellers in jedem Fall. Ja. Denn da gibt es ja Dinge, die absolut dann kontraindiziert sind, halt wohl zu verabreichen, wenn gewisse Dinge vorliegen. Aber dazu muss man ja erst einmal richtig untersucht haben, was die bis heute nicht machen konnten und am ersten Tag schon gar nicht. Dieses Haldol habe ich dann aufwendig mir, ne, die Leute haben mir den Beipackzettel des Herstellers verschafft. Das Haldol soll wirken gegen diese angeblichen Wahnvorstellungen, die ich angeblich haben soll. Oh Jesus Maria. Nicht stimmt, Gottlob. Und dieses Haldol im Beipackzettel des Herstellers wird beschrieben, häufige Nebenwirkung. Und jetzt kann die Gemeinde mal raten, es ist ein Mittel, das gegen Wahnvorstellungen wirken soll und helfen soll. Und was ist die häufige Nebenwirkung, die der Hersteller selber angibt? Wahnvorstellungen. Ja, es ist wirklich, ich hoffe, das geht mal in die Köpfe von den Menschen rein, was hier für ein wirklich teuflisches Spiel gespielt wird. Genau. Und es wäre mal relevant, die fünf am häufigst verabreichten Neuroleptika, Psychopharmaka, die Beipackzettel des Herstellers allein einmal zur Kenntnis zu nehmen, zu den häufig angegebenen Nebenwirkungen. Und der Leser soll sich bitte dann setzen, dass er nicht umfällt. Oh Gott. Wir müssen das Fenster zumachen. Hallo? Ja, ich muss das Fenster zumachen, damit die Mücken nicht reinkommen. Herr Moller, Gustl, darf ich Gustl? Ich sag immer Gustl, du bist ja mein Bruder, wir sind ja Geschwister. Hör mal, deine Berliner Schwester. Der Hauptmann von Köpenick, jetzt, wir müssen uns doch mal was ausdenken. Die Kanzlerin schickt keine G9, die schickt auch keine Bundeswehr, niemand kommt rein, keine Presse. Der Blätterwald schweigt, nein, der tut immer nur so Artikel über, ja, was mit dem Gustl wieder gespielt wurde für ein böses Spiel, für ein abgekartetes Spiel. Wir sind es so leid, wir freuen uns auf den Tag deiner Freiheit, wo wir dich unter uns wieder begrüßen können und auch die Menschenrechte aller anderen Psychiatriegefangenen wieder einfordern wollen. Denn so geht's nicht, dass man zu einem mit einem Stempel, der so Paragraph 63 heißt und dann so eine Unternummer 21, 22. Und dann wird der Mensch mit diesem Stempel gestempelt. Und der Stempel sagt nichts weiter als Aussatz. Sowas darf es bei uns in Deutschland nicht geben. Man darf Menschen nicht abstempeln, dass die keine Rechte mehr haben. Das geht nicht mehr. Vorbei. Aus und vorbei. Das Kartenhaus ist schon eingestürzt. Die Politiker müssen jetzt, wenn sie aus ihren Urlaubsorten kommen, noch ein Hinweis, in den DSM-5, was ja das offenkundige weltweite Gebetbuch ist für diese psychiatrische Branche weltweit. Ja. Ne? Ja. Daran orientiert sich angeblich auch die Weltgesundheitsorganisation mit der Erstellung ihres sogenannten ICD, nachdem dann überall auch die Behörden vorgehen. Ja? Wir hatten bisher den ICD-10 und jetzt muss dann geben den ICD-11. Und der wird sich wahrscheinlich auch wieder orientiert haben an dem DSM-5. Und ein hochrangiger Psychiater, Psychologe, keine Ahnung, aus USA, der schon an dem DSM-4 mitgearbeitet hatte, soll Sturm laufen gegen den DSM-5. Und der heißt Alan Francis und hat das Buch geschrieben, Normal. Das gibt es im Dumont Verlag offensichtlich. Ja. Und das ist bestimmt interessant, wenn man das mal zur Kenntnis nimmt. Und gerade hat mir der glorreiche Mitarbeiter Herr Niewald gesagt, die Telefonzeit wäre leider vorbei. Aber danke für die wunderbar schönen Informationen. Wir werden alles aufschreiben. Wir können das jetzt immer wieder hören. Es ist aufgenommen worden. Ich danke Ihnen, lieber Gustl. Wir haben Sie lieb. Und ich danke Ihnen außerordentlich. Danke, ja. Danke, mein Lieber. Und wir uns mal persönlich kennen. Aber selbstverständlich. Aber hallo. Ja, ja, ich habe schon ein Boot für uns hingestellt. Nach Ibiza. Reif für die Insel. Wir haben Sie sehr, sehr lieb. Wir tun alles, damit das endlich aufhört. Vielen Dank, ja. Und schöne Grüße. Danke, danke. Grüße in die Runde. Ja, euch auch. Ja. Gottes Segen auf allen Welchen. Ja. Tschüss.
looking. So, psst, little baby, don't you cry. Hallo, hallo, lieber Gustl, ihr habt es jetzt so lange klingeln lassen. Hier spricht Nina aus Berlin. Ja, hallo, jetzt habe ich das auch geschnallt. Das ist ja der Hammer. Wenn eine Frau Hagen ruft an, habe ich erst gar nicht realisiert, wer das sein könnte. Und dann ist mir es auf dem Weg eingefallen und darum hat es ein wenig länger gedauert. Man wird da ausgerufen über einen Lautsprecher auf dem Gang. Ja. Und das muss man hören. Und dann muss ich von meinem Unterbringungsraum, die sagen hier dazu Patientenzimmer, bis zum Telefon an der Wand laufen. Und jetzt bin ich da und ich danke recht herzlich für den Anruf. Oh, ich freue mich so. Und ja, einen schönen guten Abend. Ich würde gerne mit Herrn Mollert sprechen. Wie spricht er bitte? Mein Name ist Hagen. Ich rufe aus Berlin an. Ich würde gerne mit Herrn Mollert sprechen. Ja, aber bitte, ich stelle Sie mal durch. Danke. Das himmlische Kind, der Wind hat mir ein Lied erzählt von, da geht keiner ran. Jumping and the cotton is high. Ooh, your daddy is rich. Boah, wo hat er mich denn da hingestellt? And your ma is good. Und wissen Sie was, lieber Gustl? Ich habe uns auf unseren Livestream geschaltet und wir sind jetzt weltweit, also quasi wie ein Lautsprecher im Garten. Man hört Sie und das ist ein neuer Kanal fürs Internet, so ein Internetfernsehsender. Damit gehe ich jetzt auf Wahlkampf. Hart, aber fair. Es gibt ja einige Parteien, die wollen ja das Psychiatriesystem abschaffen. Und das ist doch auch in Ihrem Sinne, Gustl, wie ich Sie richtig verstanden habe. Ja gut, ich meine, es gibt bestimmt Menschen, die eine Hilfe bräuchten und eine Unterstützung. Aber ja, die sollte dann auch tauglich sein und zielführend. Ja, tauglich, ich liebe das Wort. Ja, 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 ja. Tauglich, und, das ist ein gutes Wort. Es gibt halt noch viel Aufklärungsarbeit.